hier ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pets. Hier zusammen mit der Izzy. Das ist mein Haus. Woohoo! Yeah! Let's go! Let's go! Wir haben eine Kuh und sie heißt Ranja. Hi Ranja, ab in dein Gehege. Hast du das geändert? Das stand mal Ranjas Wohnung. Easy, da wohnst du jetzt. Du kommst hier nicht raus. Okay, dann zeige ich halt den Zuschauern erstmal mein Haus. Okay, weil das hat sich verändert, weil das war davor. Vielleicht wurde es deswegen Gehege genannt, aber davor war da ein Zaun. Ja, das und das war noch nicht wirklich schön. Jetzt ist es zwar auch nicht schön, ich habe noch kein Dach über dem Kopf, aber man erkennt, dass es irgendwann meine Wohnung werden könnte. Guck mal, das ist Blinky. Oh, guten Morgen, Blinky. Blinky, oh, Blinky, so hallo. Hallo, Blinky. Oh, warte, wo ist Blinky? Nein, Blinky. Nein, Blinky, Blinky, tu's nein, nicht. Tu's nicht. Blinky, Blinky, nein, nein, stopp, Blinky, stopp, Blinky, stopp, Blinky, stopp, Blinky, stopp, Blinky, oh mein Gott. Jetzt geht's hier mal weg. Blinky, nein, Blinky, ich kann hat meine Heubetten auf unsere Heubetten zu fressen. Das ist Ronja, doch... mein Heubett ist weg. Ist deins auch weg? Ja, das ist schon längst weg, es hat's gegessen. Blinky, das auch... Oh mein Gott. Wir brauchen richtige Betten, Izzy. Das kann nicht so weitergehen. Das ist ja horrible. Weißt du, was ich gerne mal machen würde? Die Karte irgendwo aufhängen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich kann die doch in einen Rahmen hängen. Wollen wir die vielleicht irgendwo aufhängen, wo wir beide gucken können? Oh ja, wollen wir uns so einen großen Post machen und wenn wir die mitnehmen, dann wird die größer jedes Mal? Ja, ja. Das ja, ja. Oh, dann sieht man auch die kleinen Inseln da drauf. Das ist voll cool. Ja, das ist echt nice. Vor allem, wir müssen den Schatz finden. Warte, soll stimmt, ich warte, hast du den Kompass? Ja, ich sag, weißt du, was der Plan ist? Wir suchen uns eine große Insel, weil eine große Insel heißt eine große Chance für den Schatz. Ja. Und dann finden wir den. Wir sind ja aus dem Grund hier. Du hast was ja. Was ist mit der da? Bei der da hinten? Ja, ja, die hier vorne gleich. Die sieht schon ziemlich massiv aus im Vergleich jetzt zu den anderen. Ja. Doch. Ja, bin ich bei dir? Wollen wir es versuchen? Wollen wir es versuchen? Oh, ich habe keine Blöcke. Wir können mit dem Boot rüberfliegen. Komm, steig ein. Skeptisch. Oh. Oh, 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 nein, 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 nein. Warte mal, ich glaube, wir fahren den Wasserfall runter. Nein. Oh mein Gott, Izzy, du willst uns alle umbringen. Komm zurück, nein, Hilfe. Boot, bitte. Komm, steig aus, lass das Boot fallen. Lass das Boot fallen. Nein, mein Boot. Izzy, nein, komm zurück, ich zieh dich raus, warte. Es senkt da unten, Ronja, es senkt fest. Nein, lass es gehen. Izzy, nein, tu's nicht. Ja, okay, dann hole ich es halt nicht, ist ja gut. Leicht besorgt. Wir brauchen Blöcke. Ich habe keine Blöcke mehr. Okay, wir finden Blöcke irgendwo. Ich habe auf jeden Fall... Doch in die Richtung. Ja. Ich habe viele verbaut, als ich mein Haus weitergebaut habe. Es waren ja noch welche im Ballon drin. Aber das war's dann auch. Und du hast den Boden in deiner Ja, ich habe den Farbe Boden gemacht. Auch aus den restlichen Blöcken gebaut, die wir letztes Mal übrig haben. Ich reiß nicht meinen Boden raus. Vielleicht sollten wir eine Höhle suchen oder sowas? Ja. Wo wir Blöcke Wir haben halt auch einfach keine Axt, sonst könnten wir einen von den Bäumen einfach mal fällen, aber... Ja, aber diese ist ja auch kein schönes Holz. Wir wollen ja mit rosa und blau bauen, ja, haben wir gesagt. Stimmt. Guck. Hier, rosa. Wir brauchen blaue Blöcke. Wo kriegen blaue wir die Blöcke. Her? Blaue Blöcke. Warte, komm mal her. Ja, wo bist du? Hier sind blaue Blöcke. Ich bin bei einem Baum. Hier ist so eine Art kleines Loch. Guck mal. Ach, lol. Ich habe das Gefühl, überall auf der Insel sind die Blöcke versteckt. Nein. So, okay, zack. Du kannst die restlichen Laternen haben. Das ist fair geteilt. Das reicht mir. Das reicht mir. So. Also, wer von uns baut? Easy, ich fänd's gut, wenn du bauen würdest. Sonst sind wir hier 5 Jahre unterwegs und dann ist es wieder dunkel. Decken. Let's go! Oh mein Gott, bist du schnell! Ah. Zu schnell. Ich hab ihn. Ja, zu schnell. Ich bin gespannt, welches Tier auf dem nächsten, auf der nächsten Insel. Oh, nee, nee, keine Sorge, du baust einwandfrei. 10 von 10 Bauerfahrung. Ich hab keine Blöcke mehr. Jetzt musst du ran. Du hast keine Blöcke mehr. Okay, dann baue ich weiter. Ja, das wird jetzt sehr viel länger dauern. Wie macht man das so schnell? Wie ist das möglich? Schnell klicken. Klick doch schnell. Hier, zack, zack. Reichen die Blöcke? Die Blöcke reichen. Gerade so. Gerade so. Gerade so. Es bleibt nie viel übrig. Oh, hier ist noch eine kleine Burg. Oh, wie cool. Das ist voll schön. Warte, lass mal gucken, ob hier ein Tier lebt. Ja. Was meinst du? Lebt hier ein Tier? Da hinten ist ein anderes. Welches Tier würde hier leben? Oh, die ist ja riesig. Voll hoch, wie hoch geht. Mit dem Wasserfall und alles. Das sieht so cool aus, auch mit diesen kleinen Gondeln oder was. Nein, ich bin runtergefallen! Okay. Easy! Kommst du jetzt wieder hoch? Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich muss hoch. Dann erkunde ich hier alleine weiter in der Zwischenzeit. Okay, hier ist dann die kleine Höhle, wo ich herkomme. Dann ist hier die Burg. Aber hier ist kein Tier, weit und breit. Hier scheint es auch abgesperrt zu sein. Ich wüsste nicht, wer hier wohnen soll. Ach, so, ich bin da. Bist du wieder auf der Insel? Ja, ich bin da. Warte, vielleicht können wir an den Ranken hochklettern. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ja, von oben haben wir wahrscheinlich eine bessere Übersicht. Ja, ja. Warte, hier. Und dann da rüber. Dann seitlich.
Ah, ich stecke fest im Spinnenweb. Ah, geh weg. Okay, dann bleibe ich jetzt halt eine halbe Stunde erstmal hier, während andere Leute einen Weg suchen, denn ich bin stuck. Weißt du das? Warte, was ist das da oben? Oh, warte, das ist ein Teleskop, oder? Ja, ja, so wie das auf unserer Insel, oder? Oh, von dem Jägerposten meinst du? Guck mal, hier ist eine Brücke, eine Treppe. Oh mein Gott. Was denn hier? Notiz an mich selber. Die Einhörner sind sehr schreckhaft. Bis Mitternacht auf dem Turm lauern, da schlafen sie scheinbar am tiefsten. Das heißt, er hat versucht, Einhörner zu jagen. Hier ist auch... Oh, hier ist irgendein... Ich glaube, das ist das Betäubungsgewehr, von dem er gesprochen hat in dem Tagebuch. Erinnerst du dich? Der Fisch ist noch frisch. Guck mal. Oh, meinst du, der Jäger ist noch hier? Meinst du, der kommt... meinst du, das ist eine frische Notiz und er kommt Mitternacht wieder? Ey, das könnte echt sein. Oh, dann müssen wir uns beeilen. Das Einhorn bis Mitternacht finden und es retten. Oh, das hat sich bestimmt versteckt. Das war gut von dem Einhorn. Deswegen sehen wir das auch nirgendwo. Ja, ja. Ich bin unten in der Burg drin. Vielleicht ist es hier irgendwo. Okay. Oh nein. Hier ist ein goldener Thron. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. In der Burg? Ja. Hier einen Helm habe ich gefunden. Ein Helm? Warte, hörst du das? Ich weiß gar nicht, wo es reingeht bei dir. Jo, ich bin wieder oben. Bist du da? Ich bin hier in dem mittleren Bereich. Hier bin ich. Neben dir. Hallo. Was? Ah, da. Hallo. Guck mal, hier vorne geht es runter. Dankeschön, habe ich gefunden. Willst du den mal? Der boostet dich. Oh ja, gerne. Vielleicht kann man damit Einhörner sehen. Vielleicht. Boost. Vielleicht ist das ein Einhornhelm. Okay, gibt mir auf jeden Fall Leben. Hier geht's runter. Aber ich weiß nicht, unten war halt niemand. Oh, da ist ein Einhorn. Da ist ein Einhorn. Siehst du das? Nein, aber wir kommen nicht raus. Sind wir... Hier ist abgesperrt. Warum ist hier abgesperrt? Wir kommen nicht durch. Hallo? Okay, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Wir haben keine Zeit. Oh, hier hoch. Nein. Hier bei der Treppe bist du? Ja, hier musst du hoch. Okay, hier. Dann hoch. Aber wo ist es denn? Lass mal auf die Türme gucken. Es ist nach rechts. Ach, hier ist es. Guck mal, da unten steht's. Wir können, ich glaube, hier runterspringen, oder? Ja. Siehst du's? Stimmt, ich seh's. Oh, aber wir müssen noch die Rune finden, oder? Ja, stimmt. Wir können in die Rune nicht hier gehen. Warte, vielleicht kannst du es helfen. Kleines Einhorn, wir wollen dich retten vor dem bösen Jäger. Gib ihm die Kappe, vielleicht magst du dich dann. Oh, vielleicht, ja, okay. Hey, Einhorn. Hier ist dein Einhornhelm. Hier ist dein Hornschutz. Bitteschön. Genau. Oh ja, er nimmt sie. Ja, das ist gut für sein Horn. das ist schön, er freut sich. Okay. Mega. Weißt du, wo die Rune versteckt ist? Ich glaube, steht nur Bahnhof. Vielleicht im Wasser? Nee, weiß es nicht. Aber wir nehmen dich auf jeden Fall mit nach Hause. Mhm. Und dann passen wir auf, dass du nicht vom Jäger geschnappt wirst heute Nacht. Weil im Wasser, außer im Burggraben, oder? Wo soll denn sonst was sein? Obwohl, es gibt so viele Verstecke. Nicht. Könnte überall sein. Ja. Guck mal hier. Bin einmal hier ist wirklich was! Easy, ich bin heute ein Entdecker. Ich bin ein Kistenfinder. Einhornrune! Zack, haben wir! Okay, ich gebe zu, das Einhorn stand auch davor und hat mich vielleicht in die Richtung gezeigt. Ach, null. Ich bin kein wirklicher Entdecker, ich bin ein Lügerentdecker. Komm mit, kleines Einhorn. Wir führen dich in die Sicherheit. Wir bringen dich zu deinen Tierfreunden von den anderen Inseln. Ha! Okidoki, dann einmal hier bitte durch. Meinst du, der Weg ist stabil genug? Dass das Einhorn da lang rennen kann? Ja. Der Weg ist wunderbar. Okidoki, dann einmal zack. Wir haben immer noch nicht die Rune von unserem Dings gefunden, oder? Von unserer Insel haben wir tatsächlich nicht. Da muss doch irgendwo eine sein, oder denkst du, hier ist keine? Ich glaube schon. Ich glaube, eine gelbe war es, oder? Also, weil da fehlte noch eine in dem Artefakt. War das gelb? Ich weiß es nicht. Ich meine, am Anfang die... Wir werden sehen. Okay. Ist das Einhorn da? Ja. Das Einhorn ist da, hier geht's rauf und okay, zack. Und einmal bitte mitkommen. Auf die sichere... Insel. Und seid ihr da? Ja. War das Einhorn? Ja, es ist da. Okay. Nice. Okay. Guck mal, da oben ist unser Affe. Und hier müsste eigentlich auch Geweihin müsste auch da sein. Übrigens, die Leute haben in den Kommentaren abgestimmt und der Affe heißt Banane. Der Affe heißt Banane. Banane! Ich hab's nicht entschieden, aber das ist jetzt unser neuer Freund Banane, der da oben irgendwo versteckt sitzt. Finde ich gut. Findest du gut? Ja, finde ich sehr gut. Okay, wie möchtest du das Einhorn nennen? Wo machen wir das überhaupt hin? Guck mal, ich glaube, das ist ein Stall hier. Oh ja, das ist perfekt.
Oh, das ist voll schön. Guck mal, da steht sogar Einhörner dran. Einhörner, Tatsache. Bitteschön, einmal rein. Obwohl, der ist ganz schön karg, vielleicht... Ich glaube, ich komme da heute Abend nochmal wieder und gebe ihm ein bisschen irgendwie Essen und Futter. Und ich lasse mal die Tür auf, damit er rausgehen kann. Ich habe sogar Stroh dabei. Soll ich ein bisschen was hinmachen? Ah, du hast Stroh dabei? Ja, ja, das wäre super. Dabei. Guck mal, hier hast du ein bisschen Holz. Ah, ich glaube, wir müssen ihm aber trotzdem noch eine Tränke hinbauen. Ja, hier Weizen kann ich jetzt gerade mal hier droppen. Und du willst eine Tränke? Ja. Sag nicht, du hast auch eine Tränke dabei. Ich habe einen Kessel dabei und ich habe Wasser dabei. Oh, okay. Weißt du was? Gut, oder? Das ist gut. Das nehme ich. Ist in Ordnung. Bisschen Gras hier so, dann ist es ein bisschen hübscher. Wunderschön. Was sagst du? Ja, nee. Genau. Ich glaube, es scheint sich auch zu freuen. Es frisst nämlich das Gras. Okay, okay, wir besuchen dich später nochmal, aber... Meine Puppe, dass du nicht so einsam bist. Oh mein Gott, nein. Wieso die Puppe? Wieso? Die Puppe ist gruselig. Sie sieht aus wie du. Ich weiß, das ist das Schlimmste daran. Willst du eine Puppe, die aussieht wie du? Ja, eigentlich schon. Das ist eine Voodoo-Puppe. Ja, genau. Zack. Ich würde die Ruder einsetzen gehen, aber viel Spaß bei deiner Voodoo-Puppe-Hilfe. Tschüss, kleines Einhorn. Tschüssi. Mach's gut. Okay, die Runen waren da hinten. Auf der anderen Seite, Ronja. Ich weiß das alles. Ich bin nämlich ein sehr weiser Mensch. Verstehst du? Ich das weiß? Nein? Ja. Okay, weiß, hast du aber nicht gelacht. Hast absichtlich nicht gelacht, weil du es nicht lustig fandest. Das macht mich sehr traurig. Tut mir leid. Ja, die erste Rune war gelb, du hast recht. Und das müsste jetzt eine lila sein. Ich. Ist sie lila? Die ist lila, ja. Wunderbar. Okay, hä? Läuft voll gut. Das ist unsere Rune Nummer 4, unsere Einhornrune. Wir haben schon die Eichhörnchenrune, Gorilla-Rune und Rehkitz-Rune gesammelt. Sehr gut. Nein, aber voll cool. Einhornrune. Okay, das war's dann aber mit dieser Folge. Wir waren nicht erfolgreich, oder? Hast du mit deinem Kompass geguckt? Ich habe jetzt in der Panik voll vergessen. Weiß nicht, vielleicht ist der Schatz ja auch hier im Zoo. Vielleicht ist der Schatz hier im Zoo. Ich werde mich mal umgucken. Okay, gut. Das war's dann aber mit dieser Folge Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut unbedingt bei der Easy vorbei, weil da kommt die nächste Folge am Samstag. Dann verpasst ihr nicht, welches Tier wir als nächstes retten oder was wir vielleicht auf der nächsten Insel so finden. Und ob es vielleicht weitere Spuren vom Jäger gibt. Wer weiß, wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss!